Hallo meine lieben Freunde, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Zaubers des Mondes für die Sternzeichen Zwillinge bis Waage. Zum Zwilling. Du lieber Zwilling, mit deinen ständigen Zweifeln, Analysieren und Hinterfragen, bist eigentlich ein Feind aller Wunder. Auch dein Neumond kann es bei dir nicht schaffen, es zu ändern. Denn er steht mit deinem Sternzeichen in einer kühlen Beziehung. Du aber hast die magische Kraft, deine Energien, die in dir schlafen, zuzulassen. Dazu musst du deinen kritischen Verstand ausschalten und auf dein Herz hören. Auslotendes Denken ist keine Hilfe, sondern sie verhindern deine Chancen. Deine Wünsche erfüllen sich, und zwar so: Betrachte das Ganze als ein Spiel und gehe eine Wette gegen das Schicksal ein, das deine Wunscherfüllung verhindern will. Glaube fest an deinen Traum und deinen Wunsch. Sei willens und setze deine Bemühungen dafür ein und lasse deinen Wunsch Wirklichkeit werden. Du bist nicht geduldig genug, um abwarten zu können. Deshalb musst du deinen Wunsch mit deinem Willen verbünden. Der Krebs. Wow, welch magische Kräfte in dir wohnen. Dies sind enorme, übersinnliche Energien für deine Wünsche, und das ist großartig. Der Neumond an deiner Seite und nur deine vielen Stimmungsschwankungen sind dir im Wege. Du kannst die Kraft und du hast die Kraft dafür, deine Wünsche und Träume selbst zu erfüllen. Du kannst sie sogar aussuchen. Wer hätte das gewusst? So erfüllen sich deine Wünsche. Keine Sehnsucht oder romantische Stunde, nicht der winzigste Traum kann das schaffen, dir deine Wünsche zu erfüllen, sondern die richtigen Gedanken führen dich zu deiner Harmonie, die du brauchst für ein glückliches Leben. Eine Harmonie, die du in der letzten Zeit so vermisst hast. Das allein macht dich glücklich und es ist ganz einfach. Dem Löwen möchte ich sagen, warum setzt du dich selbst so unter Druck? Durch den Einfluss des Mondes hast du den Zwang, deine Vorstellungen unbedingt durchsetzen zu wollen. Gib dir Kraft und du wirst deine Chance bekommen. Und vor allen Dingen gib dir die Zeit dazu. Mit deiner magischen Kraft besitzt du einen wundervollen Optimismus und die Herzlichkeit, mit dieser Energie alle Widerstände zu überwinden. Alles, was du brauchst, ist Geduld. So werden sich deine Wünsche erfüllen. Du begegnest fremden Menschen, die der Schlüssel zu deinem Erfolg sind. Und du gewinnst dann, wenn du selbst an deine eigene Stärke und Energie glaubst. Der Zufall räumt dir alles zur Seite und dadurch bekommst du die große Chance, alles auszuräumen, was dir zuletzt im Weg stand. Deine Freunde bieten dir Hilfe an. Scheue dich nicht, diese anzunehmen. Die Jungfrau, sie ist magisch und der Mond verleiht dir, liebe Jungfrau, übersinnliche Kräfte für deine Wünsche. Vieles, was du in den nächsten Tagen in Angriff nimmst, wird dir gelingen. Bisher fehlte dir nur der Glaube an dich selbst. Du bist im Besitz einer magischen Kraft und die Stärke deines Bauchgefühls. Folge diesen Intuitionen
und verlasse dich endlich auf deine Analysen. Wie sich deine Wünsche erfüllen? Lasse dir von Fremden nichts einreden. Auch wenn man es noch so stark versucht, folge deinem Gespür und gehe den Weg, den du eingeschlagen hast. Im Augenblick besitzt du fast hellsichtige Möglichkeiten, die dich erkennen lassen, was allein wichtig für dich ist. Nimm deine Chance an und nutze sie. Bei der Waage steht die Verbindung zum Neumond zurzeit eher schwach und kühl. Trotzdem wird dir unter seinem Einfluss vieles gelingen. Aber du musst deinen Stärken vertrauen und nicht zweifeln. Zögere nicht und besinne dich auf deine wunderbare magische Kraft. Dein Talent ins richtige Licht zu rücken, um charmant deine Wünsche durchzusetzen. Man liebt dich, so wie du einfach bist. Deine Wünsche erfüllen sich, wenn du es schaffst, dein Bedürfnis auszuschalten, um geschätzt und geliebt zu werden. Es zählen jetzt nur deine Wünsche, deine Ziele und dein Glück. Du hast die Energie und Überzeugungskraft in diesen Tagen und sie sind magisch. Setze sie im richtigen Moment ein und deine Wünsche gehen in Erfüllung. Morgen, meine Lieben, informiere ich die restlichen Sternzeichen von Skorpion bis Fisch. Bis dahin herzlichst eure Derya.